So, meine lieben Freunde, soeben ist das zweite Halbfinale zu Ende gegangen. Ne? Ich sag mal, ich laufe mal hier ein bisschen, damit wir die Menschen hier nicht stören. Und ich sag mal so, eine ganz klare Kiste, wie der Onkel mal wieder gesagt hat. Tottenham kommt ins Finale, war eine klare Kiste. Grüße gehen raus an alle Ajax Amsterdam-Fans. Alle, die für Ajax gewettet haben, auf jeden Fall alles Gute, meine lieben Freunde. Das war noch nicht euer Tag, noch nicht euer Halbfinale, meine lieben Freunde. Ja? Es war klar, Moura ballert einfach. Die einzige Wette, die der Onkel diesmal verkackt hat, war, dass Son nicht getroffen hat, weil ich dachte, er wird eins machen. Ich habe keine Stimme mehr. Das war wieder mit meinen afrikanischen Brüdern ein übertriebener Abend. Ja? Ein übertriebenes Fest. Ne? Ich bin reingekommen, ich habe noch Abend gegessen. Ich habe noch Abend gegessen zu einer Zeit, wo es 2:0 für Ajax stand. Ne, das wusste ich gar nicht. Ich bin ins Wettbüro rein, stand 2:0, dann der Onkel war im Wettbüro. Auf einmal die Aufholjagd von Moura. Was ist denn hier los, Digga? Ja, hilfsbereit muss man immer sein, auch wenn es gerade läuft. Und ich sag mal so, Kontostand von meinem Bet 3000 Konto kommt morgen, meine lieben Freunde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Der Onkel hat gesagt, Liverpool und Tottenham bestreiten das Finale. Alle, die gesagt haben, Barcelona, Ajax bestreiten das Finale, können mir ja schreiben, was sie jetzt darüber denken, jetzt, wo die Fakten auf dem Tisch liegen. Ne? Ausnücken, peace out und ratatatata, macht die geilste Maschine. Number one, immer die Nummer eins.